Josef Schmidt hat buchstäblich in 7 Jahren Weltkarriere gemacht, bis zu seiner Tournee in Amerika. Und Schmidt war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Als Jude durfte er ab 1933 nicht mehr in Deutschland auftreten und hat dann Konzerte gegeben in aller Welt, auch in der Schweiz mehrmals. Und nach seiner Rückkehr 1938 aus Amerika, da war bereits die Flucht aus Wien angesagt und da ging es Richtung Belgien und da ging seine Glückskurve stürzte da wirklich in die Tiefe. Josef Schmidt, eine Jahrhundertstimme, die viel zu früh verstummte. Über den Tenor, der Millionen von Menschen mit seiner Stimme verzauberte und der zum ersten Radiostar der Geschichte wurde, spreche ich mit seinem Biografen, dem Tenor Alfred Fassbind. Bevor wir uns jedoch dem Phänomen Josef Schmidt nähern, hören wir zur Einstimmung seine legendäre Stimme. Freddy, was haben wir jetzt gerade gehört und warum hast du dieses Lied ausgesucht? Ach, weil diese Aufnahme nebst Ein Lied geht um die Welt eigentlich seine berühmteste war. Das ist einer der Titel, die damals aus allen Lautsprechern klang. Im Kino wie von Schallplatte. Diese Titel verbinden wir genauso mit der Stimme von Josef Schmidt. Auch diese strahlende Höhe mit dem Chor und allem zusammen, das ist was ganz Besonderes. Und es gibt den gleichnamigen Film, oder? Ja, sein letzter Film, heute ist der schönste Tag in meinem Leben, 1936 gedreht in Wien. Vermutlich kennen die wenigsten Zuschauer heute noch Josef Schmidt. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen über dieses unglaubliche Leben des Menschen erzählen. Ja, Josef Schmidt war ja ein Naturtalent, wenn man so will. Er hat ganz kurz studiert, erst anfänglich in seiner Heimatstadt in Czernowitz, ging dann später nach Berlin. Und da er sehr klein war, war eine Bühnenkarriere so gut wie ausgeschlossen. Und das damalige Medium war der Rundfunk. Und Schmidt war wirklich der erste Radiostar, den es in dem Sinne gab. Weil die anderen, die Bühnensänger, die waren zu teuer fürs Radio. Und Schmidt hatte ein unglaubliches Repertoire. Also er konnte von rheinlyrischen Partien bis ins Mittelfach der Italiener, konnte er alles singen, wie sein Entdecker mal formuliert hat. Er war genau der Mann, den er gesucht hat. Und übers Radio, das damals ja ziemlich neu war, also das begann erst 1923. Und mit seinem Einstieg 1929 begann auch gleich der Aufstieg. Und machte seinen Namen bekannt. Wir kommen nachher noch auf seine große Karriere, die er macht. Er wurde ja wirklich ein Weltstar. Allerdings hatte er nur ein sehr kurzes Leben. Das tragisch endete hier in der Schweiz. Ja, Josef Schmidt hat buchstäblich in 7 Jahren Weltkarriere gemacht, bis zu seiner Tournee in Amerika. Und Schmidt war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort als Jude. Durfte er ab 1933 nicht mehr in Deutschland auftreten und hat dann Konzerte gegeben in aller Welt, auch in der Schweiz mehrmals. Und nach seiner Rückkehr 1938 aus Amerika, da war bereits die Flucht aus Wien angesagt und da ging es Richtung Belgien und da ging seine Glückskurve stürzte da wirklich in die Tiefe. Er starb hier ganz in der Nähe, wo du lebst, in Gierenbad, in einem Lager für Flüchtlinge. Man darf sagen, wegen unterlassener Hilfeleistung? Absolut, ist nicht übertrieben, ja. Man hielt ihn für einen Simulanten. Er beklagte sich über Schmerzen in der Brust. Und der Lagerleiter hat ihn ins Krankenhaus nach Zürich überweisen lassen.
Und nach 2 Wochen wurde er als sogenannt geheilt entlassen. Es hieß, sie sind wegen einer Halsentzündung da und nicht wegen ihrem Herzen. Man hat es überhaupt nicht untersucht. Und 36 Stunden später war er tot, mit 38 Jahren. Eine der schönsten Stimmen, die die Welt je gehört hat? Das kann man wohl sagen, ja. Aber was macht ihn so besonders? Ich meine, es gibt einige so Akrobaten, die schmettern. Denk an Pavarotti, der konnte auch, der setzt noch einen drauf, wenn die anderen schon nach Luft schnappen. Ja, ja. Was macht ihn so besonders? Also Schmidt hat eine unglaubliche Leichtigkeit beim Singen. Und ich bin überzeugt, er wusste eigentlich gar nicht, er hat sich bestimmt nie mit Atemproblemen auseinandergesetzt. Er sang sozusagen aus der Hosentasche. Das sieht man auch im Film. Er steht da, Hände in den Hosentaschen und dann singt es einfach. Also Singen war für ihn ein Lebensgefühl. Und wenn man kann es auch nicht vergleichen heute. Und dazu kommt noch, dass die Schmidt-Stimme eine ganz besondere Wirkung hat. Also ich sage immer, eine suggestive Wirkung irgendwo. Beim zweiten Ton weiß man sofort, es ist Josef Schmidt. Es gab 4, 5 Tauberkopien, aber niemals einen zweiten Josef Schmidt, der noch nur ähnlich mit ihm zu verwechseln wäre. Und das ist auch was Besonderes. Nun hat es das Schicksal ja in verschiedener Hinsicht mit ihm nicht besonders gut gemeint, mit diesem Sänger. Er war nur 1,54 groß, wie du schon erwähntest. Er war Jude und er war ausgesprochen schüchtern. Wie erklärt man sich jetzt trotzdem diese Weltkarriere, die einzigartig ist? Ob er so schüchtern war, möchte ich bezweifeln. Du schreibst es in deinem Buch? Ja, es stimmt schon. Anfänglich, er hatte Probleme und glaubte, die Leute, weil er von den Bühnenmanagern abgewiesen wurde, weil er zu klein war, glaubte er, das Publikum will mich auch nicht auf dem Konzertpodium sehen. Aber es war genau das Gegenteil der Fall. Also seine Partnerin im Film Ein Lied geht um die Welt sagt in einem Interview, also obwohl er kein Adonis war, die Frauen sind ihm ganz schön nachgelaufen. Und zudem hat er einen unglaublichen Charme. Also wenn im Film, wenn man ihn sieht, wie die schwarzen Augen, das blitzt richtig und er war ein äußerst liebenswürdiger Mensch, ein sehr guter Mensch und hat auch anderen geholfen. Also das heißt, da kommt Stimme mit Charakter zusammen und in der richtigen Zeit? Absolut. Kann man das so sagen? Ja, ja. Weil ich meine, dieses Charisma ist schwer zu erklären eigentlich, mhm. Oder? Er unterscheidet sich auch von all den Größen von damals. Wie erwähnt schon Richard Tauber zum Beispiel oder bei Jan Kipura, die auch große Filmtenöre waren und große Erfolge hatten. Aber Schmidt ist die Natürlichkeit in Person. Er steht einfach da, spricht seinen Text, singt, kommt sympathisch rüber. Und bei den anderen ist das so gekünstelt irgendwo. Ich will deren Erfolg nicht schmälern. Also geschauspielert? Ja, absolut einstudiert, sage ich mal. Und Schmidt, da bin ich. Und so war es auch auf dem Konzertpodium. Das kann man auch in der Kritiken lesen. Ich meine, du hast schon gesagt, kein Adonis und auch kein großer Held, kein Kämpfer, kein Schlachtengewinner. Welche Rolle kam denn dann für ihn überhaupt in Frage? Und gibt es eine, die du denkst, die kann nur er so interpretieren? Also jetzt Bühnenpartien meinst du? Auch Opern beispielsweise. Er hat ja insgesamt 40 Opern gesungen in Berlin im Rundfunk. Und was sich da besonders heraushebt, ich denke, das sind neben Mozart, also seine berühmte Zauberflöte, würde ich sagen, am ehesten die italienischen Partien. Was auch außergewöhnlich ist, weil einen deutschen Tenor, er war ja deutschsprachig als Rumäne, aber einen deutschen Tenor im italienischen Fach, das ist sehr, sehr selten. Weil er so gut die Sprache singen konnte? Nein, sein Italienisch war nicht besonders gut. Aber die Stimme passt zu diesen Rollen. Sei das als Manrico im Troubadour oder als Herzog Rigoletto. Es stimmt einfach. Es ist die Farbe, die zu diesen südländischen Rollen passt. Nun war ja das Medium Radio für ihn eigentlich entscheidend. Damit ist eigentlich seine Stimme explodiert. Absolut. In die ganze Welt. Ja. War das ein glücklicher Zufall oder wie kam es dazu?
Ja, er hat ja da und da und da vorgesungen und überall hört er, sie sind so klein, es tut uns leid. Ich meine, der berühmte Dirigent Leo Blech, das erzählt Schmidt selber in einem Interview, sagte, er war begeistert von meinem Vorsingen und sagte dann schlussendlich, schade, lieber Schmidt, dass Sie nicht klein sind. Und er war ganz erstaunt und sagte, Herr Professor, ich bin doch klein. Sagt Leo Blech, nein, wenn Sie klein wären, ging es ja, aber Sie sind leider zu klein. Ja, und vor dem Mikrofon im Rundfunk, da brauchte er sich nicht, da war er geschützt und konnte sich ganz auf seine Kunst konzentrieren. Also er sagte auch mal in einem Interview, ich hasse Augen, aber ich liebe Ohren, weil er dann nicht so ausgestellt ist. Was findest du, ist seine besondere Glanzpartie im Radio, die wir gleich einspielen werden? Oh, da gab es viele. Also begonnen hat es mit der Afrikanerin. Eine unglaublich schwere Partie, ja, für einen Anfänger, also eine Zumutung. Also sein Entdecker, Bronskist, muss ein riesiges Vertrauen gehabt haben in diesen Mann. Und da gab es Idomeneo von Mozart, wie gesagt, Zauberflöte. Er hat das ganze deutsche Repertoire gesungen, Flotow, Martha, französische Partien, italienische, slawische. Also sein Repertoire war anscheinend unerschöpflich. Darum sagt ja sein Entdecker, ich habe in Schmidt genau den Mann gefunden, den ich mir jahrelang erträumte. Also das heißt, er konnte eigentlich alles abdecken? Fast. Und dazu war er außergewöhnlich musikalisch. Es ist zum Beispiel überliefert, dass er die unglaublich schwere Arie aus Idomeneo vom Blatt gesungen hat. Das ist ja, das bedeutet? Mit diesen Koloraturen und diesen Läufen. Und er hatte er sagte ja, ich habe sie nicht studiert, aber ich singe sie vom Blatt. Und Pronskis meinte, wer je im Leben hat Idomeneo-Arie ab Blatt gesungen? Das gibt's nicht. Dann hören wir aber da mal. Er war einfach urmusikalisch, hat er selber auch komponiert. Dann hören wir doch da mal rein. Also was Italienisches, ja? Mhm. Möchte man klatschen. Ja, das ist die Leichtigkeit. Der hat einen unglaublich langen Atem. Ja, ja. Und auch diese wie er den Ton zurücknimmt bis ins Pianissimo. Das ist unglaublich. Das nennt man Gesangskunst. Okay. Es ging ja dann noch weiter. Er wurde zum Filmstar. Ich meine, wie wurde er überhaupt entdeckt als Filmstar? Das ist ja noch ein viel stärkeres visuelles Medium. Ja, der Film war nicht das, was Josef Schmidt angestrebt hat. Er hatte bereits 1931 einen ersten Film gemacht, der aber nicht sehr bedeutend war und der heute auch verschollen ist. Aber zur richtigen Zeit, als er am Radio nicht mehr auftreten durfte, kam ihm das Filmangebot. Genauso zur richtigen Zeit war das da. Und erst dann... Der Film wurde dann, ein Lied geht um die Welt, wurde in Deutschland bis 1937 gezeigt. Wurde also nicht verboten. Und der Film war so erfolgreich, also der lief in Wien zum Beispiel gleichzeitig in 16 Kinos, kann man sich heute kaum vorstellen. Und der Erfolg war so groß, dass er auch in England in englischer Sprache neu nachgedreht wurde.
Und es gab noch einen Film, Ein Sternfeld, der auch in England nochmals gedreht wurde. Und das machte natürlich seine Popularität, steigerte das um ein Mehrfaches. Weil die Leute ins Kino zu bringen, war einfacher als vielleicht am Radio eine ganze Oper zu hören oder so. Und ich denke, dass er seine wirkliche Weltpopularität schon seinen Filmen verdankt. Und welchen Film findest du denn besonders gut von ihm? Welcher ist auch heute noch sehenswert beispielsweise? Also es sind alle als DVD veröffentlicht. Also der berühmteste ist zweifellos Ein Lied geht um die Welt, aber es ist ein bisschen eine schmalzige Geschichte, sag mal so, wo zum Teil auch Elemente verwendet wurden, die wirklich mit seinen Anfängen zu tun hat, also wie er nicht akzeptiert wird von der Bühne und so und dann dank seiner Stimme übers Radio berühmt wird. Aber wenn ich sage, wenn man mich nach dem besten Film fragt, müsste ich sagen, ist es Ein Sternfeld. Der ist auch musikalisch sehr reichhaltig. Schmidt hatte immer das Angebot, also er konnte vier Kanzonen singen und 3 bis 4 Opernarien. Das war seine Entscheidung, was singe ich in welchem Film. Kanzone sind? Italienische, oh sole mio oder so. Okay. Einfach was Populäres. Jawohl. Und die Lieder für seine berühmten Filmlieder, eben Ein Lied geht um die Welt oder Heute ist der schönste Tag oder Wenn du jung bist, gehört dir die Welt, die sind ja für ihn geschrieben worden. Er hatte einen eigenen Filmkomponisten und nur die Opernarien, das war sein Metier, sagen, ich will das und das und das. Ja, und das wurde dann eingebaut in die Filme? Ja, ja. Egal, ob das wirklich gepasst hat oder nicht, aber man hat es dann hingekriegt. Ja, ja, ja. Er war ja in jedem Film war er ja Sänger, es ergibt sich ja automatisch. Und da hat man die unglaublichsten Szenen für ihn geschrieben. Also zum Teil komisch, zum Teil auch tragisch. Mhm. Also man hat alles versucht mit dem kleinen Mann. Nun, Josef Schmidt ist 1942 gestorben hier in der Schweiz. Wie würde seine Karriere in unserer Zeit aussehen? Hätte er mit der Macht der digitalen Medien deiner Ansicht nach heute auch eine Chance für so eine Weltkarriere? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, in Zeiten, wo man ganze Opern aufnehmen konnte, was damals ja auch in der Schellack-Ära sehr, sehr kostbar war, also die Platten waren viel zu teuer, um eine ganze Oper sich zu kaufen, und später in der Langspielplatten-Ära hätte er sicher das und das, was ihm am Herzen lag, ins Studio singen können. Was die Bühne betrifft, denke ich, die 2, 3 Versuche, die es gab, Josef Schmidt auf die Bühne zu bringen, in La Bohème zum Beispiel, da sieht man auch, dass in der Kritik wird das eher ja, bemitleidend behandelt, weil er... Ja, aber heute ist man ja viel großzügiger. Also. Ja, aber ein Mann von 1,54 Meter kann man auch heute nicht größer machen. Man müsste ihn sitzen lassen oder weiß ich, oder über einen Chor stellen oder irgend so. Und beim heutigen Regietheater, ich weiß nicht. Also, es hätte bestimmt Rollen gegeben, zum Beispiel bei Baiazzo. Da hätte er klein sein können. Ja. Das hätte die Tragik des Kahn ja noch unterstützt. Aber die großen Helden, die er stimmlich so gut verkaufen konnte, wäre auch heute nicht zu denken. Also es wäre wahrscheinlich genauso fürs Mikrofon geblieben. Was wir bisher ganz angesprochen haben, ist, nebst dem Opernfach, neben dem Film, in den Musicals, die er gesungen hat, Operette, hatte er auch eine Seite, die wirklich sehr geheimnisvoll ist für viele heutzutage noch, die auch eine ganz besondere kulturelle Prägung für ihn verursachten, nämlich? Die religiösen Aufnahmen. Genau. Das war ja ursprünglich sein Wunsch, Kantor zu werden. Er wollte nicht Opernsänger werden und schon gar nicht Filmstar. Aber da gab es bereits in seiner Heimatstadt Unkenrufe. Ah, der kleine Schmidt, wenn da vorne steht, das passt uns nicht und so. Und die 12 Aufnahmen, die von ihm existieren, mit religiösen Aufnahmen, von denen ich immer sage, dass das ist das Wertvollste, was er uns hinterlassen hat. Wenn es in der Richtung weitergegangen wäre, ich weiß es nicht, sein Wunsch wäre es gewesen. Er hat ja auch formuliert, dass wenn mal die große
Film- und Plattenkarriere vorbei ist, dass er dann wieder zum Kantorgesang zurückfinden möchte. Was hat das für ihn bedeutet? Schmidt war ein religiöser Mensch. Also kein überaus frommer, aber in seinem Urtum schon von der jüdischen Seite geprägt. Und sehr verwurzelt darin offenbar. Ja. Er war auch ein ausgesprochener Familienmensch, obwohl er selber nie Familie hatte. Aber seine Mutter, die er über alles liebte, und seine Schwester und der Bruder, die waren für ihn sehr wichtig. Er geht ihn auch immer wieder zurück nach Rumänien. Was denkst du, wofür wird dieser Ausnahmekünstler in Erinnerung bleiben? Ich sage ganz einfach, um das auf einen Punkt zu bringen, solange es Menschen gibt, die sich für schöne Stimmen interessieren, wird Josef Schmidt immer seinen Platz haben. Weil er ist so eine Ausnahme und das zeigt sich auch, meine jetzt 80 Jahre nach seinem Tod, es gibt etwa 60 CDs, die im Umlauf sind, seine Filme sind im Handel, in neuerdings sogar in Color bei YouTube. Kann man sich das anschauen, ob das nun gut ist oder weiß ich nicht. Aber Schmidt wird immer seinen Platz haben. Er war eine Ausnahme und wird sie bleiben. Wir kommen nicht drum herum, weil er auch selber mal gesagt hat, sie lassen mich ja nicht gehen, bevor ich nicht ein Lied geht um die Welt gesungen habe. Ja. Segen oder Fluch? Ja, beides. Und wie hat er das genommen? Es ist ja sein Ausspruch, was soll ich machen, die Leute gehen nicht aus dem Saal, ehe ich ein Lied um die Welt gesungen habe. Es ist belegt, dass er bis zu 8 Zugaben gab. Und wenn sein Pianist sich verabschiedete, nicht mehr wieder auf der Bühne steht, hat er sich selber ans Klavier gesetzt und hat sich begleitet. Aber er sagte, mehr als 8 Zugaben kann ich nicht machen, sonst ist das ein zweites Konzert. Und wenn ich dann ein Lied um die Welt anstimme, dann wissen Sie, jetzt ist Schluss. Wie kam es überhaupt zu diesem Lied? Da gibt es ja eine Geschichte dazu. Ja, der Film hätte ursprünglich heißen sollen Der Sänger des Volkes. Das war im Februar 1933. Und da kam aber die Nazi-Herrschaft zum Zug und da hieß es, als Jude darf er, kann er kein Sänger des Volkes sein. Und so wurde das umgetitelt dann in ein Lied um die Welt. Okay. Das waren ganz raffinierte Schachzüge von seinen Managern beim Film, also von Hans May und Ernst Neubach, die auch alle die Texte geschrieben haben für ihn. Aber er hat es ja eigentlich ohne Widerwillen jeweils auch gesungen. Ja, natürlich. Eine gute Freundin von ihm, ich habe sie auch zitiert im Buch, die sagte, Josef Schmidt konnte seinen Charme aufdrehen wie eine Festbeleuchtung. Und das sieht man auch im Film, diesen kurzen Ausschnitt, den es gibt aus Holland, wo er vor 100.000 Menschen singt. Hände in Hosentaschen, verteilt Küsse, und da steht er hin und er singt einfach. Und das macht einen unglaublichen Eindruck. Mhm. Also eben, wie ich sagte, ein Naturmensch, also die Liebe in Person. Okay. Wir hören zum Abschied noch ein Lied, das du ausgesucht hast. Das ist aber nicht ein Lied geht um die Welt, sondern Ein Stern fällt vom Himmel. Das ist auch ein berühmtes Zitat, das ja auch auf seinem Grabstein steht. Oh!
Tja, und immer diese strahlenden Spitzentöne. Ja, und es geht so ans Herz. Ja. Vielen Dank, lieber Freddy, für die kleine Einführung in Josef Schmidt, dein Jahrhunderttalent, deine Jahrhundertstimme. Ich bedanke mich. Danke, dass du die mit uns teilst. Schön, da zu sein. Danke.